Hallo meine Freunde und Leser. Heute möchte ich Sie über einen Teil meiner Undercover-Recherchen informieren, die ich weltweit durchgeführt habe, nicht selten unter Einsatz meines Lebens. Beginnen möchte ich mit einer Undercover-Recherche in Tschechien. Ein Kollege und ich haben erfahren, dass dort auf dem Straßenstrich in verschiedenen Städten in der Nähe der deutschen Grenze sogenannte Kinderschlepperinnen unterwegs sind. Sprich, diese Frauen vermittelten Pädophilen aus dem Ausland Kinder für ihre abartigen, perversen sexuellen Gelüste. So haben wir uns als mutmaßliche Interessenten auf diese Straßenstrichs begeben und haben relativ schnell eine junge, vielleicht 18-, 19-jährige Kinderschlepperin entdeckt, die uns tatsächlich Kinder zur Verfügung stellen konnte. Wir haben alles gefilmt mit versteckter Kamera und dazu sollten und mussten wir auch mit dieser Kinderschlepperin in verschiedene Locations gehen. Sie hat sich nicht davor gescheut, uns sogar ihre eigenen Nichten anzubieten. 10, 12 Jahre alte Mädchen, die von ihr sozusagen gegen Geld an fremde Pädokriminelle ausgeliehen wurden. Natürlich sind wir auf dieses Angebot nicht eingegangen, sondern haben uns dermaßen verabschiedet, dass wir gesagt haben, nein, das ist einfach nicht unser Geschmack, diese Mädchen. Dadurch kamen wir insofern in Bedrängnis, dass die Glaubwürdigkeit von uns plötzlich litt. Und diese Schlepperin hat uns angeboten, in ein gefährliches Dorf mit ihr zu gehen, wo es weitere Kinder geben sollte. Wir haben es getan und letztlich hätte ich es persönlich nicht tun sollen, weil ich dann derjenige war, der alleine ein Haus aufgesucht hat und dort sollten eben dann Kinder auf uns warten. Ich bin die Treppen hoch, die Tür stand offen, ich bin hineingegangen und wurde schon erwartet. Und zwar von zwei männlichen Gorillas, sag ich mal, die mir unmissverständlich klargemacht haben, und zwar mit Waffen, dass sie mich als pädophiles Schwein, so haben sie mich benannt, drankriegen wollen. Ich konnte mich in dieser Situation, obwohl ich Kampfsporten mache, nur so wehren, dass ich blitzschnell mein Hemd aufgerissen habe und ihnen meine versteckte Kamera präsentiert habe, die festgeklebt war auf einem T-Shirt, und habe ihnen gesagt, dass ich Journalist bin und dass ich drehe und wir eben keine Kinder wollen, sondern wir eben auf der Spur sind von sogenannten Pädokriminellen. Diese beiden Herren waren so erschreckt darüber, weil ich ihnen auch klar gemacht habe, dass ich sie in dem Moment auch noch drehe, was damals zu dieser Zeit technisch noch gar nicht so einfach war, dass sie einfach verschwunden sind und ich auch. Ich bin dann wieder zurück und ja, ich hatte ganz ehrlich gesagt weiche Knie. Die Bedrohung mit den beiden Waffen, eine Pistole und ein Messer an meinem Kopf und an meiner Kehle, war, ja, das hätte mein Ende bedeuten können. Die Recherchen verliefen weiter und die waren so gefährlich, dass die tschechische Polizei, ich möchte das Revier jetzt nicht nennen, uns gesagt hat, dass sie uns nicht mehr begleitet, weil es einfach auch für sie zu gefährlich wäre. Das war ein kleiner Einblick in eine der Recherchen, die ich weltweit gemacht habe. Aber es gab noch viel mehr und noch viel gefährlichere. Ihr und euer Guido Grant, bis zum nächsten Mal.